Mehmet Demirci ist 89 Jahre alt und dement. Er wohnt zu Hause, in seinen eigenen vier Wänden. Und das soll auch so bleiben, sagt Tochter Birsen Demirci. So lange wie möglich will sie sich um ihn kümmern. Doch die Betreuung ihres Vaters, türkischer Migrant der ersten Generation, ist gar nicht so einfach. Ja, die Herausforderung ist erst einmal die Sprache, weil auch bedingt durch Demenz ist es eben so, dass sie dann immer mehr in die Muttersprache zurückfallen. Das ist nicht so extrem bei ihm, aber man merkt jetzt, er kann es auch nicht mehr unterscheiden, ob ich jetzt da bin oder jemand anderes. Und dann spricht er halt mit jemandem Deutsch, der Türke ist, oder der, und dann eben auch umgekehrt. Und das ist das Problem. Ein Problem, das die Diakonie Hamburg lösen will, mit einem türkischsprachigen Begleitdienst für Menschen mit Demenz. Die Idee: Freiwillige, die türkisch sprechen können, besuchen ihre an Demenz erkrankten Landsleute. Unser Projekt heißt der Gönülde, das heißt freiwillig auf Türkisch, und Gönül heißt Herz. Also wir möchten, dass die Freiwilligen schon mit Herz an die Arbeit gehen und vor allem Zeit mitbringen und sich einfach engagieren. Die freiwilligen Helfer kommen zu den Betroffenen nach Hause, um einfach nur zu reden, bei Einkäufen oder Arztbesuchen behilflich zu sein oder um spazieren zu gehen. Für Mehmet Demirci wurde bereits eine Freiwillige gefunden. Dreimal die Woche wird sie ihm Gesellschaft leisten, eine Entlastung für seine berufstätige Tochter. Ich kann eben nicht mittags oder abends mal eben schnell vorbeikommen, das geht nicht. Und deswegen ist das ja eine große Hilfe, weil man dann einfach, das können wir halt nicht leisten. Und das ist im Prinzip, das beruhigt einen auch als Angehöriger. Also ich weiß, ich wüsste dann, da ist jemand, erstmal unternimmt jemand was mit ihm, oder der ist einfach da. Und wenn was passiert, ist der auch da oder könnte mich anrufen. Die Freiwilligen werden zum Thema Demenz geschult. Auch das war Birsen Demirci wichtig. Ihr Vater, da ist sie sich sicher, kann jetzt noch ein wenig dort leben, wo es ihm am besten geht, in seiner gewohnten Umgebung.